Ah, hier ist ein Questgeber. Und da dürfen wir wohl in einen neuen Dungeon gehen. Sehr schön. Steintor. Oh, jetzt kommen hier eine ganze Menge Zombies. Und Geister. Ach, okay. Gucken wir kurz, was der Geist hier macht. Der Geist ist jetzt da unten reingelaufen. Vielleicht hätten wir das erst hier... Schauen wir uns mal an, was er hier uns bietet. Oh, relativ hohes Level sogar. Und ein schönes Amulett für mein Pet wieder. Ganz gut Fame, Gold ist okay. Und was will der Typ hier von mir? Okay, ich soll hier in die Bone Gallery gehen. Also, Knochenausstellung. Und da ist ein kleines Ding, das nennt man Rosa Mortis. Und es ist von den größten untoten Monstern beschützt. Aber er hat es gesehen. Und ich muss hier den Astral Spirit finden, um diesen Goose Chain, also diese Ketten zu lösen. Das war wohl eben der Geist, den wir da befreit haben, um diese Ketten von dem Tor zu sprengen und da wieder da reingehen können. Okay, machen wir Accept Quest. Ah, okay, es wird wohl mehrere Geister geben. Ja, es wird mehrere Geister geben, darum ist noch so ein Steinding. Dann betätigen wir das mal direkt. Na komm. Und da ist der Geist schon. Der hier ganz fleißig nach unten läuft. Na komm, kleines Skelettmann, du gehst auch noch weg. Okay, das war's. Hier ist es auch clear. Da ist noch ein kleines Skelettmann, der sich hier verlaufen hat wohl. Gucken wir, ob wir noch so ein Steinding finden hier irgendwo. Bisher noch nicht. Kleines Skelett-Archer. Hier müsste eigentlich der Friedhof zu Ende sein. Das heißt, ich muss zwei Geister befreien. Oh, das Skelett lebt noch. Zwei Geister befreien und dann soll es das gewesen sein. Schauen wir mal. Sehr gut. Okay, die Ketten sind gesprengt und jetzt könnten wir natürlich hier reingehen. Level 8 bis 10. Bring out your dad. Okay. Gut, das machen wir dann gleich. Aber gucken wir erstmal, ob wir den Goldmob finden für die Goldruhe. Weil dann sind wir mit dem Area hier fertig und dann können wir direkt weitermachen. Also, haben wir jetzt ganz viele Aufgaben. Das epische, das Epic Fish Hole, da müssen wir noch hingehen. Dann natürlich, ja, hier unten in den neuen Dungeon, den wir neu bekommen haben. Und, was war noch? Den Schrein müssen wir noch oben holen, genau. Also gibt noch allerhand zu tun. Gucken wir mal, wie groß das Area ist. Hier ist schon die Begrenzung wieder. Sehr gut. Das heißt, wir sind relativ flott durch. Und eine Heal Potion. Electric Amulett. Und hier ist wieder so eine kleine Höhle. Da kommen wieder diese Viecher raus. Diesmal nur normale Kriegskreaturen ohne Rüstung. Oh, Gold noch. Gehen wir hier hoch. Und ich behaupte, hier oben in dieser Zitadelle wird es wohl einen Gegner geben, der golden sein wird. Von dem wir dann sehr schön das Teil bekommen. Machen wir hier noch fertig, kleinen Rattenmann. Und hier oben, der sich die ganze Zeit von der Seite irgendwie anpenetriert. Na komm. Und da haben wir eine Cap gefunden und noch einen Ring. Schauen wir gleich mal nach. Oh, das war's schon mit der Zitadelle. Vielleicht ist es auch der Champion-Mob einfach in dem Dungeon, der uns den goldenen Schlüssel bringt. Aber das da unten sieht gut aus. Das gepanzerte Warbeast da unten. Das ist epic. Und dadurch können wir wahrscheinlich unseren Schlüssel bekommen. Mordul ist der Name. Und nochmal, jetzt einfach mal fertig hier.
Na komm, fall um. Okay, das war's nicht. Hat aber ein gutes Item gedroppt. Also hier oben ist auch erstmal alles, ja, ganz ruhig. Gut, dann gucken wir kurz im Inventar nach. Was haben wir jetzt wieder Schönes bekommen? Electric Armor. Jetzt ist natürlich die Sache, muss man die Dinger hier aufheben, damit man gegen die richtigen Gegner die richtigen Resistenzen hat, oder einfach weghämmern und weitermachen. Da finde ich meine momentane Cap besser. Und da finde ich den Ring auch momentan besser. 3 Stärke ist ganz gut. 3 Stärke ist ganz ordentlich eigentlich. Holen wir die mal. Machen ein bisschen mehr Schaden. Und die tun wir auch wieder ins Pad rein. Die müssen hier Ordnung halten. Weil sonst überläuft ja hier alles. Und dann... ja, dann kommen erst die ganzen Verwirrungen. Oh, jetzt kommen hier wieder irgendwelche Biester. Und da sind Bogenschützen, Rattenmänner. Und Rock. Da war nichts drin. Okay. Hier gibt es jetzt auch gar nicht mehr so viel. Sie können hierher gehen und... hier ist dann schon Ende im Gelände. Oh, hier kam nochmal einer aus seiner Hütte raus. Okay, und hier hatten wir schon alles erkundet. Machen wir die Map nochmal größer. Autsch. Das Einzige, was noch sein könnte... ob der Zipfel da oben... was war eine Sackgasse? War keine Sackgasse. Und hier ist noch eine normale Truhe und ein paar Gegner. Ja, wieder was bekommen, was Schönes. Und eine Truhe. Oh, da lebt noch einer. Oh, und hier haben wir ein Gold-Item. Ringed Cap. Eine Gun und einen leichten Mantel. Okay, was haben wir hier? Ah, da war nichts drin. Ne? Und hier haben wir den Shrine. Den Shrine. Den Schrein für die Masteries. Ja, dann würde ich sagen, packen wir uns den Schrein und laufen unten in den Dungeon rein. Aber wo soll der blöde Goldmob sein? Schade. Habe ich den wohl übersehen? Oder der kommt noch. Gut, gucken wir kurz. Machen wir mal die Skills auf, damit wir sehen, ob sich hier was verändert. Das ist jetzt 4 von 15. Und jetzt ist 6 von 15, sehr gut. Okay, dann wird Zeit, in den Dungeon reinzugehen. Schnell beeilen. Hält nur 2 Minuten. Lauf, 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 lauf. Ah, falsche Richtung. Bestimmt braucht man den Schrein, weil oben irgendwas Tolles kommt. Oh Gott, hier komme ich gar nicht da rein, in den Friedhof. Gibt nur oben den Weg. Und noch ein Skelett. Ah, das holen wir noch mit, kurz. Oh, und da ist der Eingang. Da ist die verschlossene goldene Truhe. Okay. Und ab geht's in den Dungeon rein. Welches Level habe ich momentan? Level 8, das heißt perfekt. Ich erfülle die Anforderungen, die ich brauche. Und da sind wir auch schon. In den untoten Hallen. Okay, hier sind überall Kerzen. Da ist schon der erste. Ah, das Schild ist direkt mal weggeblasen worden. Die stehen hier alle langsam nacheinander auf und da kommen noch irgendwelche aus dem Graben daraus. Und einfach mal übers Loch geschossen. Ah, hier noch ein Zombie. Und dem zerschießen wir auch direkt das Schild ohne Probleme. Sarkophag. Ah, da kommt ein Untoter raus. Coole Animation auf jeden Fall, wie der rausklettert. Okay. Was ist das denn? Kleine Schleimdinger. Slugger. Also ich bin ein bisschen unfair, dass ich die beschieße, bevor die überhaupt richtig aufgestanden sind, aber... naja. Dann sollen sie hier nicht so rumliegen. Ah, sehr cool. Ich liebe diese Champions oder diese Generals, wie die da aufstehen und sich erheben. Okay.